Hallöchen und willkommen zurück bei The Witcher. Bin ich am Ende doch noch reingesprungen. Jetzt gedacht, jetzt hat sich die Tür geschlossen. Ärgerlich. Das heißt, es gibt keinen Weg zurück. Wir müssen hier entlang. Ich hoffe mal, es kommt nichts allzu Heftiges. Oh nein, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, Hilfe, eine Erscheinung. Wie soll ich das handeln? Habe ich mir vor Angst ja fast ins Füßchen gemacht. Mein Armer ist gut. Willst du mich verarschen? Ich habe den Kollegen auch alles gut gemacht. Was ist der? Wenn hier einer eine Schuhe abzieht, dann will ich das. Rauf. Dann muss ich die Treppen hoch und da. Da nicht weiter, heißt wir müssen so komischen Fahrt entlang. Nee. Ah, jetzt sind wir im Thronsaal. So, was haben wir hier Schönes? Sphärenrüstung, Ballade vom Gerd dem Hexer. Ein Mann, dem der Tod keine Aufregung wert. Von solch Holz geschnitzt war der Hexer Gerd. Verfolgt von Gestalten, die durch und durch schlecht. So schlug er aufs Art Skellig das letzte Gefecht. Und gar nicht mal schlecht. So wie er dort eintraf, empfing ihn Geschrei. Zu Hilfe, ein Drache, ist's alles vorbei. Da passte auf treffliche Art er die Klinge. Brach auf und erschlug das Vieh, von dem ich sing. Und Kunde euch bringen. Doch wilder als Wölfe verfolgten sie ihn. Die finsteren Feinde im finsteren Sinn. Im Schutze der Dunkelheit schlugen sie zu. Doch waren sie selber die Opfer im Nu. Das war endlich gut. Der Hexe ertritt zwischen Monster und Leut. Und damit verbringt er erhebliche Zeit. Er wehrte Sirenen vom Clan Thürzech ab. Er stieg in die Höhe Lusins hinab. Doch dann wurde es knapp. Penis Fragment. Es kehrte ja Tobi voll Stolzes zurück. Ein Freund wohl wie dieser, ja, das ist ein Glück. Was hat ein Jahr Freude, wenn er einmal fort? Und bei seiner Rückkehr ist alles am Ort. Dank hexerischem Wort, fehlendes Fragment. So, Bärenrüstung. Bärenstiefel. Zu Füßen hernieder. Euer Erscheinen ist mir dann doch ein wenig zuwider. Sehr schön. Haben wir das auch? Wunderbärchen. Alles Bärchen. Ich krümme ihm kein einziges Härchen. Aber ich muss echt mit der Reimerei aufhören. Man darf mir keine Balladen geben. Bisschen sowas. Hier war niemand. Thank you.
Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Zeichen, dass die Prüfung des Geschicks abgeschlossen wurde. Eigentlich könnten wir die Schnellreise machen, aber ich will mir jetzt die Rutschpartie nicht nehmen. Nicht gehen lassen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Aber ich rutsche gerne. Juhu! Yay! Juhu! Direkt vom Höhlen, ne? Mysteriös. Hier. Das sieht eklig aus, das Wasser. Wo führt das hin? Ich bin überhaupt nicht richtig. Jawohl. Da hilft Gwen. Und aktiviert. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Wäre mies, wenn jetzt hier irgendwo Ton oder sowas versteckt wäre. Aufgrund von Sauerstoffmangel. So. Bisschen sehr dunkel, oder? Oh. Da hat sie mir auch zerspitzt.
Wer macht denn sowas? Wer würde diese armen, unschuldigen Leute töten? Okay, wir sind auf jeden Fall beim Dorf wieder rausgekommen. Das ist in Ordnung. Wie ich meine. Dann folgen wir jetzt dem Pfad. Theoretisch können wir den Turm auch angehen, auch wenn er Stufe 30 ist. Und die Harpchen haben hier ihr Nest. Nein. Also rein theoretisch könnte man die Tour machen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so intelligent wäre, das zu tun. Wir machen das ein anderes Mal. Wir haben ja genügend Wegpunkte hierher. Da sollte es ein leichtes sein. Den tun wir jetzt von Bucht der Winde. Ach, guck mal. Hier ist ein Hobbit-Hügel. Er lebte in einer Höhle. Kein ewiger Höhle in der Höhle. Das ist ein Moderbogenstamm. Nein, die Höhle war eine Hobbit-Höhle. Jetzt gibt es Essen, krasses Kaminfeuer. Die Geborgenheit eines Zuhauses. So, wo geht's jetzt hin? Wir müssen dahin. Ja. Und wieder auf Oberzee. Bye bye. We had a beautiful time. Bye bye. Der Wind spielt in meinen Haaren. Sogar als Wetter angezeigt. Sonne und Schnee. Nee, das ist der Schnee. Ach ja. Ist schon spät. Wie gesagt, ich bin am Vorproduzieren. Ich habe noch gar nicht so viel zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wie ich zwei Wochen füllen soll mit Worten. Im neuen Jahr. Ich weiß ja gar nicht, was passiert ist. Was passieren wird. Ich fühle mich ein klein wenig überfordert. Aber nicht mit Tod. Tod ist dann nichts. Sag ich doch.
stirb. Ich sollte vielleicht mal mein Schwert wieder reparieren. Sagen. Ich weiß, einige Brände auf. Home Story! Home Story! Na, ganz ehrlich, wenn ihr euch die Home Story geben wollt, ihr könnt ihr auch gerne woanders gucken. Ich mache auch den ganzen Nebenscheiß. Und ich lasse mich davon nicht beirren. Nein, wir müssen ja noch eben schnell, wenn wir sowieso gerade unterwegs sind. Starre Verarschung. Sehr schön. Da kann ich die auch in die Hose. Waffe reparieren. Anfänger. Ding. So, das da drauf. Zack. Unterreichen. Zack. Fertig. So, wenn wir schon dabei sind, fällt gerade halt so ein. Alchemie. Haben wir nichts. Tatsächlich. Wir haben keine, wir haben nichts für Alchemie. Das wäre traurig. Das war Bomben, die wir herstellen. I'm driving around in my bike. We're sailing away to China. Wir hier mal anloggen. Ja, sieht gut, ich kann nicht sehen. Bin ich hier drin? Ja. Das wird hier wunderbar. Was sagt ihr? 32. Da brauchen wir Drakoninöl, das weiß ich. Das weiß ich, das weiß ich. Sektoid, Verhängen, Mikrofarb, Verfluchen, Vampir, Opo, Geist, Drako. Neben Drako der Rebellen. Was für eine Bombe haben wir? Verbrennte Wirkung. Ethereum. Mondstaub. Ja.
zu, du kannst auch sterben. Na komm, greif an. Hör auf, im Kreis zu fliegen. Greif ja nicht an, du Kackvieh. Dazu habe ich das jetzt auch gut aus. Stufe 32 ist ja nicht so schlimm. Hätten wir rein theoretisch in den Turm treten können, glaube ich. Jetzt müssen wir unser Glück endlich nicht herausfordern. Den Tod. Tagstern, schon wieder. Dafür, dass es ein Relikt ist, kriege ich es zu häufig. Will ich mal meinen. Ist das der nächste? Und wenn das dieser rein verwendet? Okay, zurück zum Schiff. Sail away to China. Durch. Wie sieht der Regen aus? Und da sind Sirenen. Kannst du mir sagen, was du willst, das sind Sirenen. Ich wusste, dass es eine Sirene ist. Okay. Nee, doch kein Sirenen. So cool ist das dann. Wir bleiben einfach sitzen.
dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss und schönen Tag. Bye.